Hallo meine Freunde des gepflegten Let's Plays und herzlich willkommen zu Let's Play Let's Tell a Project. Heute mit dem zweiten Part, den ich ja letztendlich erfunden habe, ersponnen oder was auch immer. Ich hoffe, ich werde mir genügt sein. Wie ihr dir, Wolfi? Nein, natürlich nicht. Und wir werden einfach mal reingucken. Neues Spiel. Ha, richtig gut! Richtig gut! Okay, der Bart fehlt zwar, aber richtig gut. Ah! Ich komme gerade. Oh mein Gott. Das ist herrlich. Voll viel, großes Lob. Das ist perfekt. Schnubi! Für eine Totenstille hier doch herrscht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Keine Spur von ihm. Schnuffi, wo bist du nur? Ich hoffe, es geht dir gut. Ich kann und werde nicht aufgeben. Sei gewiss, mein Freund. Ich werde nach dir suchen. Ich sollte zunächst mit Marvik sprechen. Vielleicht hat er Schnuffi irgendwo gesehen. Was ist das da oben? Ja, mir fällt was auf. Der hat mich da angesprochen und ist da weg. Ah, er steht da. Ich will wissen, was das da oben ist. Kann man das anklicken? Nein, ist also nur ein kleines Highlight. Lieber nicht, es sieht nicht sicher genug aus. Also, erstmal mit Marvik sprechen. Hallo! Habt ihr die Blutlache gesehen? Welche Blutlache? Na, die in der Nähe vom Wasserfall. Ich habe einen Mann beobachtet, kurz nachdem ich das Bellen gehört hatte, wie er einen Geheimgang öffnete. Geheimgang, sagst du? Ja, ein Geheimgang. Ich suche bereits nach dem Schalter. Vielleicht habt ihr ja mehr Glück. Ich hoffe, das war nicht euer Hund. So wie es sich aus der Ferne anhörte, lebt der Hund nun nicht mehr. Was denn? Ich glaube, wir müssen wieder nach oben. Ist das geil? Ich könnte noch ein Mädchen sein. Oh, ich bin ein hübsches Mädchen. Warte, was? Ach, das ist bestimmt die Blutlache. Hier scheint etwas... Moment. Aha! Ich glaube, ich habe den Schalter gefunden. Hier geht nichts mehr. Also ich habe den Schalter gefunden. Irgendwas passiert. Und meine Hand tut weh, weil ich gerade am Trainieren war. Oh, scheiß Hanteln. Bin ich jetzt bekloppt? Ich habe den Schalter gefunden und betätige. Es klang so, als hätte sich etwas geöffnet. Wunderbar. Wollt ihr nicht lieber nachsehen? Also eigentlich... Gut, dann hätten wir das ja geklärt. Ich jetzt hier hoch? Ja. Hoffentlich finde ich den Kerl, der meinen Hund getötet hat. Ich hoffe so sehr auch den Grund erfahren zu können. Dibbe, dibbe, dibbe. Dann müssen wir bestimmt hin. Nein, wir gehen weiter rum. Wow. Okay. Müsste nicht mittlerweile Part 3 kommen? Leider endet dieser Part vom Spiel genau hier. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Über einen kleinen Spiel würden wir uns freuen. Bla 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 bla. Jo, Fortsetzung folgt. Das war denn mein Part. Ich fand meinen Charakter so geil. Danke, Wolfi, ist richtig gut. Wir sind hier wieder in einer weiteren Folge von Let's Play Let's Tell Project. Bis dahin verabschiede ich mich aber recht herzlich von euch. Bye, euer Kriegsbrei.